Eigentlich wollte ich jetzt den Hocker haben zum Reinrollen. Hä? Eigentlich wollte ich den Hocker haben zum Reinrollen. Ja? Ja. Fast hingeflogen. Alle guten Dinge sind drei und dazu gehört der Bosch Blau Gas 18 Volt 12 MC. Ich weiß nicht, ob man Gas sagt oder GAS. Das ist die Serie M und ich würde sagen, die Besonderheit daran, dass das Ganze mit Akku läuft und es hat eine sehr, sehr ausschlaggebendes Zubehör. Und was das ist, das zeige ich euch in diesem Video, aber wahrscheinlich wisst ihr schon, was das ist. Steffi spitzt schon die Augen und die Ohren. Sie weiß nämlich nicht, was der gute Staubsauger alles so kann. Bis gleich. So, dieses Schmuckstück hier, darauf haben wir nämlich alle gewartet. Es gibt ja mittlerweile viele, viele akkubetriebene Werkzeuge von Bosch. Auch Kappsägen, ob groß, ob klein, ob Tauchkreissägen, ob Handkreissägen. Und die brauchen ja eine gewisse Absauganlage. Und die haben wir jetzt hier. Und zwar ist das ein Nass-Trockensauger der Klasse M. Und das Besondere daran, wir schauen uns mal ein bisschen die Verpackung an. Wir haben ein bisschen Zubehörmaterial. Wir haben hier einen Gurt, einen Filter. Und was sehen wir hier? Dieses kleine Teil hier hat es nämlich in sich, ich drehe das Ganze mal und dann könnt ihr es hier nochmal sehen. Hier ist es nämlich einmal angebracht an deiner Maschine und hier sehen wir auch nochmal was und hier auch nochmal was. Es ist ein Autostart. Was das ist, was das Ganze kann, das zeigen wir euch jetzt. Steffi, du musst aus dem Bild. So, packen wir das gute Stück mal gemeinsam aus. Ja, ich habe eine neue Werkbank und ja, ich habe ein paar neue Bosch-Tools. Wenn du jetzt auf der Suche bist nach einer Tauchkreissäge, akkubetrieben, wenn du auf der Suche nach einer Kapp- und Gärungssäge bist, akkubetrieben. Ich habe jetzt drei Videos gemacht, also das ist das dritte im Bunde, findest du verlinkt unten in der Videobeschreibung. Und ich muss sagen, ich habe mit diesem Sauger hier, habe ich vorher noch nicht gehabt. Das sind wirklich meine ersten Eindrücke. Ich weiß so ein bisschen, ich weiß so ein bisschen Bescheid über diesen Sauger und freue mich auch sehr, und dass ich den benutzen darf. Und hier, oh ja, cool, cool, cool. Hier ist nochmal alles beschrieben. Und ihr wisst wahrscheinlich, was das Ganze ist, was das Ganze kann. Dann pausiert mal dieses Video und erklärt es uns. Ich packe in der Zwischenzeit mal schnell den Staubsauger aus. Wie Steffi die Augen verdreht. Kannst du mir auch mal helfen, Fräulein? Da ist er, mein Freund. Lululu. Ist echt viel Zubehör. Nee, ist leer, okay. So schaut der kleine Roboter jetzt aus. Zusammengepackt und komplett aufgebaut. Ja, wollen wir mal gucken, wie groß der etwa ist. Ne? Also wir haben jetzt hier 38 cm. Ja, so 40 und von der Höhe her 41 cm. Fassungsvolumen 12 Liter und es ist ja ein Nass-Trockensauger. Das heißt, du kannst damit auch Wasser oder irgendwelche Flüssigkeiten aufsaugen. 6 Liter. Das Besondere, wie gesagt, akkubetrieben. Wir haben hier nochmal mit im Lieferumfang einen Gurt. Ist auch ganz schön auf der Verpackung dargestellt. Hier in diesen Haltegriff beispielsweise kannst du das Ganze festmachen, mit auf ein Gerüst nehmen. Je nachdem, was für Arbeiten du durchführst, finde ich ganz, ganz praktisch. Und Bosch hat mitgedacht, du hast hier eine kleine Schraube. Das heißt, du kannst das Ganze lösen und kannst diesen Halter für die verschiedenen Aufsätze, die Bosch mitliefert, die kannst du abschrauben. Und hier ist nochmal ein schönes Clipsystem bzw. so ein Gummisystem, wo dran der Schlauch, der ist einmal um den Staubsauger herumgewickelt. Zack, kannst das Ganze abwickeln. Also so liegt der Schlauch nicht immer rum. Ist auch ganz, ganz toll gemacht, wie ich finde. Und jetzt kommen wir zur Besonderheit. Und zwar kennt ihr ja alle meinen Industriestaubsauger, das Modell GAS 35L SFC Plus. So, das habe ich mir damals in Verbindung gekauft mit meiner Tauchkreissäge, damit ich hier was zum Absaugen habe. Das Ganze ist auch ein richtig tolles System. Ihr seht schon, die L-Box habe ich oben drauf gesteckt. Der hat wirklich Power. Und ich stecke dann immer hier meine Tauchkreissäge rein und stelle dann hier auf Automatikmodus. Das heißt, sobald die Säge angeht,
zack, geht auch der Staubsauger an. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie funktioniert das Ganze mit einem Akkustaubsauger? So, und jetzt kommen wir nämlich zu diesem kleinen Teilchen hier. Das ist nämlich was ganz, ganz Besonderes. Ja, es ist ein Schalter, oder viele wissen wahrscheinlich schon, was es ist. Es ist ein Schalter, es ist ein Empfänger. Und dazu legen wir jetzt erstmal den Akku hier rein. Und zwar haben wir hier ein großes, schönes Fach, springt auch automatisch auf. Und wenn wir es schließen, hört ihr schon ganz, ganz lautes Klickgeräusch. Es wird ja auch quasi beschrieben. Und zwar kennt ihr es bestimmt, oder ich kenne es von diesem Staubsauger hier. Sobald der sich zusetzt, dann gibt es immer so ein lautes Boom, Boom, Boom. Kennt Steffi auch? Und ich habe anfangs immer gedacht, der klopft in deiner Tür, wo ich geschliffen habe. Nein, es ist ein System, was der Filter setzt sich ja normalerweise zu, der hier drin ist, mit Staub oder so. Kennt ihr vielleicht von euren Absauganlagen? Dieser hier, dieser rot-weiße. Und durch dieses Klackgeräusch gibt es quasi einen Klaps auf dem Filter. Und der wird dadurch quasi entstaubt. So. Bei anderen Staubsaugern müsst ihr es vielleicht mal selber machen, den sauber machen. Beispielsweise hinter meiner Absauganlage, wenn ihr euch mal umdreht, da ist eine Bosch GDL. Da unten habe ich eine selber eine Absauganlage gebaut und die muss ich ja halt täglich reinigen. Bei diesem Staubsauger ist es verbaut, bei diesen auch. Finde ich richtig, richtig cool, weil wenn wir den Akku wechseln, denken wir einmal dran, klapp, gibt es ein Klackgeräusch und dann ist das Ganze schon wieder entstaubt. Jetzt setzen wir mal den Akku rein. Hier kommt natürlich der Pro Core 18 Volt, 8 Ampere wird empfohlen. Ihr könnt aber auch hier einen 12 Ampere Akku reinbauen, also etwas größeren. Aber auch ein 4 Ampere oder 5 Ampere geht genauso gut. Klack. So, jetzt schalten wir das gute Stück einmal ein. Wo ist es? Hier ist es. Wir haben hier zwei Modis, einmal an, dann können wir ganz normal saugen. Aus. Und einmal hier auf dieses Symbol, dann seht ihr auch hier schon eine blaue Lampe leuchten. Er sucht nämlich quasi diesen Empfänger hier. So, jetzt schalten wir mal drauf. Und ihr merkt, ich schalte ihn aus und nach kurzer Zeit schaltet er sich auch ab. Das heißt, wir haben so eine gewisse Nachlaufzeit, damit der Schlauch auch komplett sauber ist. So, das ist was ganz, ganz Tolles. Du kannst es quasi mit allen anderen Maschinen miteinander kuppeln. Das heißt, du kannst es an der Tauchkreissäge ranmachen, du kannst es an deiner Kappsäge ranmachen und kannst jedes Mal auf diesen Knopf drücken. Stopp. Ist natürlich ein bisschen nervig. Bosch hat sich natürlich was dabei gedacht. So, das Ding reagiert nämlich auf Vibration. Das heißt, die Tauchkreissäge, die Kappumkehrungssäge macht ja Vibration, wenn sie an ist. Und dann schaltet sich dieser Staubsauger auch mit ein. Eine ganz, ganz tolle Sache. Jetzt sagst du dir, jetzt habe ich so ein Ding an meiner Tauchkreissäge angebracht oder an meiner Kappsäge. Jetzt brauche ich noch eins und noch eins und noch eins. Ist ein teurer Spaß. So, ganz, ganz einfach. Du machst es beispielsweise hier an diesen Schlauch ran. Und dann jedes Mal, wenn du beispielsweise den Schlauch irgendwo ransteckst und die Maschine einschaltest, überträgt sich ja quasi die Vibration von der Maschine auf den Schlauch und schon geht der Staubsauger an. Eine ganz, ganz tolle Sache, wie ich finde. Und ja, ich freue mich schon mega, das Ganze auszuprobieren. Und ja, was es noch gibt, ist für die älteren Staubsauger, beispielsweise hier für den GAS, der ist für mich persönlich eigentlich nur für meine Werkstatt gedacht. Aber wenn ich den jetzt mal mitnehmen möchte auf dem Bau, es gibt so kleine, ja, wie soll ich sagen, bevor die Steckdose kommt, gibt es so einen kleinen Empfänger. Müsst ihr euch vorstellen, wie so eine Funksteckdose. Den steckst du dann in die Steckdose und dann kommt dein Staubsauger reingesteckt. Und dann reagiert das Ganze genauso. Das heißt, wenn du jetzt das hier vorne am Schlauch machst, Vibrationen kommen, dann gibt es einen Empfang zum Staubsauger und dann geht der Staubsauger auch an. Also kannst du quasi deinen Staubsauger oder jeden beliebigen Staubsauger eigentlich theoretisch nachrüsten. So, ich hoffe, ich habe das alles richtig gesagt. Und diesen Staubsauger brauche ich jetzt zum Beispiel für meine Kappumkehrungssäge, die neue. Wenn du das Video noch nicht kennst, findest du unten in der Videobeschreibung. Oder für meine Tauchkreissäge. Das Video dazu findest du auch unten in der Videobeschreibung. Und warum ich mich jetzt für drei Geräte, die akkubetrieben sind, entschieden habe,
Ganz einfach, ich baue gerade mit Steffi zusammen einen Leuchtturm am See. Und da habe ich keinen Strom. Deswegen bin ich gebunden auf Akkugeräte. Und wir müssen wirklich viel, viel sägen mit der Kapp- und Kehrungssäge, Platten zuschneiden mit der Tauchkreissäge. Und es muss natürlich auch alles abgesaugt werden. Und deswegen habe ich mich für diese drei Produkte entschieden. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Würde mich wie immer freuen über einen Handwerker-Daumen nach oben. Und ich würde sagen, hier ist das aktuellste Leuchtturmvideo und hier unten findest du das Video zur Tauchkreissäge. Ciao.